Polen-Führerschein, der große Fake, Teil 2. Hallo liebe Freunde, zum EU-Führerschein und gegen die MPU. In diesem Video werde ich jetzt zwei Interviews, das eine mit Mireille und das andere mit einem Kunden, der zufällig in Kenia war. Und am Ende dieses Videos erkläre ich dir einen Trick, wo ich selbst verblüfft war, was die Polen sich so alles einfallen lassen. Dranbleiben! So, liebe Leute, hier neben mir, da kennt ihr das bekannte, das berühmteste Mädel in Deutschland, zumindest in Hamburg. Neben mir die Mireille, die ihr im Video schon kennengelernt habt, Willkür der MPU mit CDF. Die Verkäuferin Mireille Christensen hat keinen Führerschein mehr. Der Grund? Ein einmaliger Fehltritt, wie sie sagt. Eine nächtliche Alkoholfahrt mit 1,63 Promille. Bei der beschädigte sie ein parkendes Auto. Die Folge? 2.400 Euro Bußgeld und ein Fahrverbot von einem Jahr und zwei Monaten. Die Aufforderung, dass ich zur MPU gehen muss, das hatte ich sofort mit in diesem Schreiben, weil ab 1,6 Promille muss man zur MPU. Völlig egal, was passiert ist. Die Mireille hat mir dann gestanden, irgendwann, dass sie in Polen die Sache angeschoben hat, Polenführerschein. Und was da jetzt alles so passiert ist, das soll am besten die Mireille mal selbst erklären. Mireille, guten Tag. Hallo. Bin ein bisschen erkältet, aber gibt Schlimmeres. Ich bin nach Slobice gefahren. Da habe ich dann jeden Tag zwei Stunden Auto gefahren. Am letzten Tag dann die Prüfung. Da bin ich dann sofort durchgefallen. Dann wollte ich eigentlich eine Nachprüfung machen, damit ich nicht wieder nach Hause fahren muss. Da hatte dann aber die Fahrlehrerin keine Zeit mehr für, was ich schon eine Frechheit finde, weil meine Prüfung hat nicht mal 10 Minuten gedauert. So, also aber du warst ja bei zwei Fahrschulen dann. Wie ist das dann passiert? Ja, also ich bin, glaube ich, noch zweimal in Gorzów gewesen zur Prüfung, wo man mich dann auch durchfallen lassen hat. Wie heißt die Fahrschule? Es heißt ganz genau europappe.de. Diese Webseite habe ich mir auch schon mal angeschaut. Ja, also ist nicht aktuell. Da steht einige Informationen sind da, aber keine richtigen abprüfbaren Informationen. Es gibt auch kein Video, gar nichts dazu. Da werden auch Führerscheine ausgestellt, die gerade jüngst aus, aber das sind alles gefakte Dinger. Das kannst du ja alles über online alles verarbeiten. Ja, vor allen Dingen ist der Witz, ich habe, weil wie wir das eine Mal da waren, hat ja einer von uns den Führerschein erhalten. Sprich, ich habe dann in dem Jahr, in dem Mai, habe ich diesen Führerschein auf der Webseite gesucht und nicht gefunden, komischerweise. Wie man gut auf der Website von europappe.de nachlesen kann, wurde der Betrieb der Fahrschule eingestellt. Wie ich dann durchgefallen bin, wieder, und ich mir einen neuen Termin von meinem Lehrer geben lassen, hieß es dann plötzlich, in Gorzów dürfen keine Deutschen mehr zugelassen werden. Ich muss nach Palinek. Da hat man mich dann jetzt inzwischen auch schon dreimal durchfallen lassen. Und zwar das letzte Mal, weil ich meine Nebelschlussleuchte nicht ausgemacht habe. Und ich meine, das hat nichts mehr mit Fahren zu tun, nur weil man Licht vergisst auszumachen. Bei der Prüfung durchgefallen ist man ja nur, wenn gravierende Mängel festzustellen sind. Da gibt es Schlimmeres in der Welt wie diese polnische Nebelschlussleuchte. So, liebe Mireille, ich bedanke mich nochmal für das kurze Interview und ich freue mich schon, wenn du demnächst bei uns dabei bist. Mireille hat sich jetzt in unserer Fahrschule in Karlovy Vary angemeldet, August 23, und wie sie ihren Führerschein bekommt, dazu wird es einige Videos geben. Dranbleiben, es wird wie immer spannend. So, und hier habe ich den Andi, der mir seine Leidensgeschichte zum Polenführerschein erzählt hat, hier in Mombasa. Wie war dein allgemeiner Eindruck über diese Maßnahme Kenia-Führerschein hier in Mombasa? Also ganz ehrlich, kann ich jedem empfehlen. Also unproblematisch, es wird sich um alles gekümmert. Sag ich vom Geld her, was ich vorher schon bezahlt habe, woanders, um legalen Führerschein zu bekommen. Also kann man mit Mombasa nicht vergleichen. Hier läuft alles. Ja. Problemlos, du machst deine Fahrschule, alles richtig original mit Prüfung und so weiter. Aber wie gesagt, problemlos. Und hast natürlich noch schönes Wetter dabei, ne? So, der Andi hat mir natürlich erzählt, was ihm vorher schon alles passiert ist. Und wie viel Euro hast du vorher ausgegeben für die verschiedenen Maßnahmen? Ganz kurz vielleicht nochmal erklärt, was du da vorher gemacht hast, bis du bei uns gelandet bist. Okay. Also ich habe den Englischen probiert, das war ein Reinfall. Ich habe den Polnischen probiert, das war ein Reinfall. Ich habe dreimal MPU gemacht, habe vorher Abstinenztest erfolgreich bestanden, ein Jahr. Und trotzdem durchgefallen, also ich bin dreimal durch die MPU gefallen.
und ich habe dann echte Faxen-Dinge gehabt, ganz einfach. Ja, ja, und deshalb habe ich mich anders gekümmert und insgesamt bin ich jetzt bei 18.000 Euro ungefähr. Hammer. Also Leute, ihr seht, ne, und der Andi, ihr seht, ist ein guter Kerl und das ist ja kein Schauspieler, der jetzt bei uns irgendwie nach dem Mikrofon redet, nur weil er es von mir ein Eis bekommen hat hier. Ne? Das schmilzt so schnell. Ja, kannst du ruhig mal essen, also ich rede mal so lange. Ne, also das ist genau die Schweinerei, wo ich mich im Moment tierisch aufrege, weil in Polen geht nichts mehr. Die MPU ist eh ein Schwachsinn, wo du an der Nase herumgehört wirst mit allen möglichen pädagogischen und psychologischen Tricks. Also, nochmal zurückzukommen. Also du bist 7-mal an einem Tag durch die praktische Prüfung. Hintereinander weg. Hintereinander weg. Oh. Raus, Portemonnaie auf, Geld hin, rein ins Auto, ein paar Parcours, immer der gleiche, wie gesagt. Raus, durchgefallen, ohne ersichtlichen Grund, ohne Begründung und gleich wieder Löhnen und wieder rein ins Auto. Hammer. Das hätte ich auch 22 Mal machen können. Hammer, und was hast du jetzt mal bezahlt für die Wiederholungsprüfung? Weißt du das noch? Ich glaube 200 Euro. 200 Euro, ja. Aber normalerweise kann man gar nicht an einem Tag so viele Prüfungen an einem Stück machen, ist gar nicht zulässig. Und ja, ihr seht halt, und so wird man in Polen von diesen Arschlöchern abgekocht. Das kann ich ganz klar sagen. Und ich freue mich schon, wenn irgendwelche Polagenturen genau uns zuschauen, dann könnt ihr mir gerne mal einen Link schicken oder irgendeinen Kommentar. Und dann werden wir schon mal sehen, ob ich mal bei euch mit dem Andi sogar vorbeikomme. Andi, wo war das damals? Stettin. In Stettin. Ja, Stettin ist bekannt für die besten Abkocher. Da haben wir ja gerade im Moment unseren lieben Pavel, der sich schön aufregt und mit irgendwelchen neuen, aktuellen Führerscheinen daherkommt und wir genau wissen, dass sie gefälscht sind. Also auch da wird es noch ein Nachspiel geben für unsere Freunde in Polen. So, liebe Leute, und hier der absolute mega polnische Führerschein. Fake, unfassbar. Auf diese Seite hat mich ein gebrellter Fahrschüler aufmerksam gemacht, der 6.000 Euro für diese Nummer bezahlt hat. Und diese polnischen Betrügeragenturen behaupten sogar, dass man den gekauften polnischen Führerschein auf dieser offiziellen polnischen Government-Regierungswebseite überprüfen könne. Und da sind dann entsprechende Logos eingebunden, die halt richtig schön erstmal aussehen wie so eine, ja, wie eine polnische Government-Seite. Aber wer genau hinsieht, der weiß sofort, was da läuft. Und da könne man dann seinen gekauften Führerschein auf Echtheit überprüfen. Ich gebe da mal die Nummer ein. Und dann, siehe da, und schon taugt der gefälschte Führerschein auf. Hammer, Leute, absoluter Hammer. Also das hat schon richtig Unterhaltungswert, was da eben alles abläuft. So, da haben also diese polnische Betrüger eine eigene Webseite gebaut, tragen dann in die Webseite, im Backend, diese Führerscheinnummer ein. Und dann kannst du jederzeit deinem Fahrschüler dann zeigen, jawohl, dein Führerschein ist ja eingetragen, schau her, alles ist in Ordnung. Dabei, diese Seite ist ja nicht echt, ist ja keine echte Regierungsseite. Ja, und wenn du mit so einem Führerschein angehalten wirst, dann wirst du ungefähr 1.500 Euro zahlen für Schwarzfahren, also Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis, circa 2.500 Euro für Urkundenfälschung. Und wenn du dann noch die 6.000 Euro dazu rechnest, die dieser Aspirant bezahlt hat für den gefälschten Führerschein, dann hast du am Ende richtig satt was zusammen. Man muss da schon ein bisschen beknackt sein, weil so viel so schön reden kann man sich die Sache gar nicht. Inzwischen ist diese Webseite driverslicense.pl nicht mehr erreichbar und diese Domain ist zu verkaufen, wie man hier unschwer sehen kann. So, das war mein Beitrag zum EU-Führerschein aus Polen, der große Fake Teil 2. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen über einen Like, diesen Kanal abonnieren und noch besser die Glocke aktivieren, dann wirst du kein Video mehr verpassen. In diesem Sinne, bis bald und tschüss. Eure Führerscheintouristen. Jetzt musst du singen mit deiner Stimme. Euer Führerscheintouristen. Also, liebe Leute, bis bald. Ciao, ciao.